Hallo meine Wolfies zu einem neuen kleinen Video. Und zwar ist es eine, sag ich mal, Special-Version von Situationen im Leben eines Moderators. Und zwar habe ich mir überlegt, werde ich jetzt testweise mal die, ja, nicht die Top 5 Hacker oder so, sondern einfach die Hacker, die ich persönlich schräg fand oder so, euch vorstellen. Und damit es nicht böse wird, habe ich die Namen rausgenommen. Wie der erste. Was war das denn für einer? Also, nochmal die Namen nehme ich raus, damit nicht ein Hate gegenüber dieser Person entstehen könnte, falls ihr die kennt. So, ja, der war am Anfang, sag ich mal, noch recht unauffällig, bis auf ein paar Kampfszenen. Ne? Baut sich normal und versucht taktisch vorzugehen und an das Bett ranzukommen. Die Leute versuchen zu verteidigen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der eine den mit dem Knockback-Stick einfach runterwirft und der sich denkt so, nö, runterfallen ist heute nicht. Fliegen wir einfach zurück auf die Plattform. Und dann dachte ich mir nur so, okay, das ist dreist. So die ganze Zeit so versuchen, so wenigstens unauffällig zu sein und dann das. Naja, der nächste. Bei dem Kameraden ist No Knockback und Kill Aura real. Könnte auch Forcefield sein. Also auf jeden Fall ein Client, der automatisch die Gegner anvisiert. Sieht auf jeden Fall etwas Banane aus. Bei diesem kleinen Freund hier, ja, dachte ich am Anfang nur so, okay, was geht bei dem? Hat er irgendwelche Probleme mit seinem Client? Da ist sein Force Field einfach die ganze Zeit an, während er läuft und schlägt und schlägt und schlägt und dann versucht er noch zu fliegen und dann fliegt er einfach oder mit Spider geht er auf einen anderthalb Block hoch gelegten Block. Der war auf jeden Fall ein bisschen gaga. Kommen wir zum nächsten. Ja, dieser Kandidat hier ist ja ein bisschen sehr auffällig. Kommen in letzter Zeit leider sehr häufig vor, diese Teleportationsfuzzis. Und ich weiß nicht, wie man noch auffälliger sein kann, außer mit Fly oder so übertriebener Kill Aura oder Force Field oder No Knockback. Aber es ist schon echt hart. Kommen wir zum letzten. Und zwar das kürzeste Video von allen. Viel Spaß! Ja, ich würde mal sagen, dieser Kandidat hier hatte bei 1 vs. 1 seine Clients überhaupt nicht unter Kontrolle. Also, wenn man schon versucht zu hacken, dann sollte man vielleicht etwas seine Sachen unter Kontrolle haben.
damit nicht sofort jedem auffällt, dass man hackt, es sei denn, man will das unbedingt. Dieser Schlaumeier behauptet auch noch in seinem Entbannungsantrag, dass er überhaupt nicht gehackt hat, sondern sein Internet wäre weg gewesen. Ja, nee, ist klar. Sieht bei mir auch immer so aus, wenn mein Internet abstürzt. Geile Sache. Okay. Das waren jetzt so die, sag ich mal, die ich am dümmsten fand von den Hackern von diesem Monat. Wenn ich nächsten Monat so etwas nochmal machen soll, dann, wo ich euch die zeige, die ich selber am dümmsten, dämlichsten, witzigsten oder sonst irgendwas fand. Einfach die Hacker, die mir am meisten aufgefallen sind oder so, keine Ahnung, in welcher Beziehung auch immer. Ja, dann lasst mich das wissen und dann versuche ich nächsten Monat so etwas nochmal zu machen. Ich weiß nicht, ob ich immer 5 nehmen werde oder ob die Anzahl variieren wird. Das hängt davon ab, wie viele witzige, auffällige, lustige, traurige Hacker mir auffallen. Aber alles in allem, wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!